Guten Tag, wir befinden uns hier in der Tierarztpraxis Dr. Marx in Petersberg bei Fulda. Die Praxis hat sich in den letzten Jahren von einer üblichen Landpraxis eines Tierarztes mit einer Helferin und einem Teilzeitassistenten inzwischen zu einer Gemischpraxis, die Pferde, Nutztiere und auch natürlich Kleintiere behandelt, weiterentwickelt. Und wir sind hier inzwischen mit 6 Tierärzten und 6 Helferinnen beschäftigt. Mit diesem Personalzuwachs haben sich auch die Anforderungen ans Personalmanagement sind wesentlich schwieriger geworden. Inzwischen haben sich die Praxen vom Anforderungsprofil, vom Leistungsprofil sehr unterschiedlich entwickelt. Und natürlich auch die, insbesondere die Tierärzte, haben sich auch von ihrem Persönlichkeits- und Leistungs- und Spezialisierungsprofil wesentlich individueller rauskristallisiert, als das früher war. Was dazu führt, dass auch unsere Tierarztstellen immer individueller auf A, das Anforderungsprofil der Kunden und B, auch den Möglichkeiten des Personals, die dem vom Markt zur Verfügung stehen, zugeschnitten werden müssen. Wir hatten vor 5 Jahren damit angefangen, weil wir aus dieser Standard Tierarztstelle rauskommen mussten, angefangen, die Arbeitszeiterfassung einzuführen. Zuerst arbeiteten wir mit Stundenzetteln. Der Nachteil dieser händischen Erfassung der Arbeitszeiten war einfach der immense Arbeitsaufwand nachher. Vor 2 Jahren auf dem BPT-Kongress in Hannover bin ich über Frau Kranefeld zufällig auf die Firma Wirtig aufmerksam geworden. Mitte Januar 2015 war mir eigentlich klar, das machen wir so, das stärken wir um von den händischen Zetteln. Und dann habe ich das den Mitarbeitern vorgestellt, sowohl den Tierärzten als auch den Helferinnen, weil ich gesagt habe, wenn, dann machen wir das gleich im ganzen Betrieb, dass wir nur noch eine Form der Abrechnung haben. Und auch dort war es nach einer kurzen Eingewöhnungsphase möglich, dass wir dann ab 1. März 2015 für alle Mitarbeiter, ich sag mal, das System scharf geschaltet haben und dann die Arbeitszeiten nur noch damit erfassen. Wir haben hier bei uns in der Praxis grundsätzlich 2 verschiedene Systeme der Arbeitszeiterfassung. Die Helferinnen, die nur hier in der Praxis arbeiten, die melden sich über ein Smartphone an der Praxis an. Das Smartphone liegt an der Anmeldung, ist per WLAN mit dem Internet verbunden und Wirtig als webbasiertes System erfasst die Daten dann. Für die Tierärzte läuft das anders, weil die ja auch mobil unterwegs sind. Da erfolgt die Arbeitszeiterfassung für jeden Tierarzt mit dem eigenen Smartphone, was durch die Praxis zur Verfügung gestellt wird. Die Mitarbeiter kommen morgens hier in der Praxis an, wir treffen uns im Besprechungsraum, die klicken auf ihr Smartphone. Ab da läuft die Arbeitszeit. Sie buchen die Abfahrt zum Kunden. Bei den Pferdekunden haben wir das so organisiert, dass wir die Kunden einzeln einbuchen mit der individuellen Anfahrtzeit und Arbeitszeit am Kunden. Bei der Nutztierpraxis buchen wir in der Regel die sogenannte Praxistour. Das heißt, der Rinderpraktiker kommt morgens an, bucht Arbeitsbeginn. Wir machen die morgendliche Dienstbesprechung und der Rinderpraktiker bucht nur Beginn oder Abfahrt zur Praxistour. Und wenn er wieder von der Tour in die Praxis zurückkommt, bucht er Tourende, räumt noch seine Sachen auf und dann Feierabend oder Pause. Der ganz große Vorteil ist die große Übersichtlichkeit über den Kostenposten Personal, der mit Abstand der größte ist. Ich habe Übersicht, welcher Mitarbeiter arbeitet wie viel. Ich habe Übersicht über den aktuellen Stand der Überstunden, wie viel aufgelaufen ist. Wir sind durch die zeitgenaue Arbeitszeiterfassung auch flexibler. Wenn die Auftragslage mal weniger ist, ist es leichter zu sagen, in Absprache, der eine Mitarbeiter macht mal den Nachmittag frei. Das geht dann von Überstunden oder Urlaubskonto runter. Dafür sind sie auch dann, wenn Leute gebraucht sind, alle gerne dabei, weil sie wissen, es wird honoriert. Zuschläge für Nacht- und Wochenende werden selbstverständlich automatisch berechnet, für jede Mitarbeitergruppe, wie es vereinbart ist. Für mich ist es halt viel einfacher im täglichen Workflow. Die Automatismen reichen viel weiter heutzutage wie vorher. Und für mich ist dann eigentlich nur noch üblich, tätig zu sein als das Controlling und dann eben Änderungen. Zum Beispiel, dass sich die Regelarbeitszeit für die Mitarbeiter ändert, was vorkommt, oder Mitarbeiterwechsel. Aber das geht ganz unkompliziert mit der Firma Wirtig. Ich rufe an beim Herrn Dorgarten, der ändert das für mich und dann ist das, sage ich mal, meistens in einer halben Stunde erledigt.